Bei Nissan auf der Vienna Autoshow 2014 steht der neue Qashqai im Mittelpunkt. Die zweite Generation des Erfolgsmodells startet im Februar. We have, further improved all the characteristics of the old one, and we have packed the car with a lot of features which are, helping people to have more relaxing and more safe driving. I have to say that in Austria, this is the most sold Nissan ever, and I'm sure that with the characteristics of the new car, we will even do more in the future. Zahlreiche Assistenzsysteme, etwa autonome Notbremsfunktion, Müdigkeits- oder Verkehrszeichenerkennung, sind nun beim Qashqai genauso erhältlich wie die neuesten Multimedia- und Navigationsfeatures. Alle Qashqai-Motoren verfügen nun über Turboaufladung und Start-Stopp-System. Am sparsamsten gibt sich der 110 PS Diesel mit 3,8 Liter Normverbrauch. Allrad gibt es natürlich auch, wenngleich der Griff zu 4WD-Varianten nicht so beliebt ist. What share of the 4x4 versions do you expect in Austria? The 4x4 version is not the core version for us. Less than 10% of people are choosing Qashqai because of the 4x4 operations. This is a car, and you see also in the way we are communicating, the car, which is mainly, a city car at the end, which gives you the opportunity to enjoy, in the tough, city life, your driving experience. Der neue Qashqai kostet ab 20.990 €. Allrad beginnt bei 29.290 €.